Ich rufe auf die Zusatzpunkte 11 bis 13. Beratung der Anträge der Fraktion der AfD mit den Titeln Keine Verlängerung bzw. Neuauflage des Europäischen Entwicklungsfonds und keine Verlängerung europäischer Hilfsfonds, sowie Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zu den Anträgen der Fraktion der FDP mit dem Titel Post-Cotonou-Verhandlungen als Chance nutzen für ein neues EU-Afrika-Abkommen, sowie der Fraktion Die Linke mit dem Titel Eine Partnerschaft mit Afrika für Gerechtigkeit, Frieden und ein Leben in Würde. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 38 Minuten vorgesehen. Ja, und das ist nicht viel für vier Anträge. Sie haben sie ja gerade gehört. Zusammengefasst heißt dieser Punkt Europäischer Entwicklungsfonds. Und der Europäische Entwicklungsfonds ist ein bislang vom EU-Haushalt getrenntes Sondervermögen. Ab 2021 soll der Europäische Entwicklungsfonds Teil des EU-Haushaltes sein. Und die AfD fordert nun in zwei Anträgen sowohl den Europäischen Hilfsfonds wie auch den Entwicklungsfonds nicht weiter fortzusetzen. Und der erste Redner ist Harald Weil für die AfD. Sehr geehrte Präsidentin, Damen und Herren, Kollegen und Zuschauer, mit den hier zur Rede stehenden Fonds sehen wir den unguten Endpunkt einer Gesamtentwicklung, eine Entwicklung, die wenig mit Hilfe und noch weniger mit Problemlösungen zu tun hat. Zu tun hat es vielmehr mit dem in Brüssel quasi veruntreuten Geld europäischer Normalverdiener zugunsten irgendwelcher Eliten in anderen Weltteilen oder aber Lobbygruppen in EU, Europa bzw. Deutschland selbst. Es geht ums Weltsozialamt statt um Weltpolitik. Und die versagt schon gleich vor der eigenen Haustür. Fangen wir mit dem quasi ersten außenpolitischen Sündenfall an, den schon die alte EWG der Sechs beging, also mit der Finanzierung der französischen, niederländischen, belgischen und italienischen Kolonien, ganz maßgeblich mit westdeutschem Geld. Der erste fünfjährige Entwicklungsfonds belief sich auf 2,3 Milliarden D-Mark. Mit Inflationsberücksichtigung und Euro-Umstellung sind das ungefähr 12 Milliarden Euro heutzutage. Es ging damals übrigens ausschließlich um Infrastrukturausbau, später dann mehr und mehr um Export-Import-Subventionen, Gefälligkeiten, gegenseitige Erpressung und oder Übervorteilung sowie mehr und mehr um Schwammiges und jede Menge Fehldiagnosen bis zum heutigen Tag. Der zweite EEF ab 63 erreichte 15 Milliarden heutige Euro. Bei ersterem wurde jeweils ein Drittel des Betrags von Frankreich und Deutschland eingezahlt. Und Achtung, jetzt kommt der Trick, 50% des Geldes landeten bei französischen Firmen und nur 20% bei deutschen. Und so ganz, ganz viel hat sich an diesem Grundprinzip auch noch nicht geändert bis heute. Als die UNO 1960 ihre Entwicklungsdekaden ausrief, setzte der Westen allein in den ersten 5 Jahren 30 Milliarden D-Mark ein. Die Hilfsgelder vom Ostblock beliefen sich in der Zeit auf 10 Milliarden und dieser Faktor 3, dreimal mehr, steigerte sich auf den Faktor 10. Also 10-mal mehr gab der Westen als der Osten bis zu dessen Zusammenbruch. Wohlgemerkt, in all dem zusätzlich zu allen militärischen Engagements, Geheimdienstmachenschaften und inklusive ungeklärter Dauerprobleme um Dual Use und Unintended Consequences. Genützt hat es wenig. Kolonial- oder Stellvertreter des Krieges des ach so friedlichen Europas und der beiden eigentlichen Weltmächte mit Sitz in Washington und Moskau fanden und finden statt und kosteten bis dato mehr als 18 Millionen Menschenleben, damit mehr als der Erste Weltkrieg. Weder die Empfänger der Westhilfen noch die der Osthilfen in der Dritten Welt sind mit Demokratisierung, Modernisierung und Wettbewerbswirtschaft sonderlich weit gekommen. Derweil geraten Demokratie und Marktwirtschaft selbst im Westen mehr und mehr unter die Räder. Unter die Räder einer EU, die eher als eine Art EU der SSR und als Völkergefängnis sich geriert. Die Briten mühen sich derzeit verzweifelt um Hafterleichterungen. Sie ist, wie es scheint, noch ungeeigneter zu gesunder Weltmission als alle ihre Vorgänger. Wir blicken auf eine über 50-jährige Negativbilanz, auf verlorene Jahrzehnte, gerade seit 1990 und nach 1990. Es gilt erfahrungsgemäß dabei die folgende Formel. Die Länder, die die längste Zeit das meiste Geld bekommen haben, blieben und wurden noch am wenigsten entwickelt.
Die, die wenig bis gar nichts bekommen haben, aber sehr wohl. Siehe vor allen Dingen China und Südasien als neue Groß- und Wirtschaftsmacht, sowohl aus eigener Kraft wie auch dank geöffneter Westmärkte. China haben insbesondere EU-Europäer genauso wenig entgegenzusetzen wie dem mit Petrodollars überfütterten Nahen Osten. Und genau der expandiert nun auch noch ideologisch und er migriert dabei auch noch ganz praktisch. Nicht mit Placebo- und Heftpflasterinstrumenten, mit Geld- und Zeitverschwendung ist dem beizukommen. Genau die betreibt der EEF- und EU-Haushalt mit all seinem Etikettenwechsel. Entschlossene Außenpolitik, Grenzschutz und glasklare Innenpolitik großer EU-Staaten lassen sich nicht ersetzen durch all die Selbstlähmungsketten supranationaler Entscheidungsprozesse. Entscheidungsprozesse, die in Summe meist auf Selbstverantwortungsflucht, Nicht- oder Fehlentscheidungen hinauslaufen. Wir brauchen einen Neuanfang und der heißt Schluss machen mit dem alten Zopf EEF und einem Außenpolitikersatz aller Nachbarschaftshilfe etc. pp., welche die Profiteure Kosten und Verantwortungen nur verschleiern. Sinnvolle Maßnahmen in Eigenregie sind besser als unselige Kollektivgremien und Gemeinschaftskassen, aus denen sich die, die am wenigsten beitragen, am meisten bedienen. Und im EU-Binnenmarkt brauchen wir auch keinen Globalisierungsfolgenkostenfonds oder einen Individualisierungsbenachteiligungsausgleichsfonds, EHAB, so wenig wie eine EU-Arbeitslosenversicherung oder ein Weltsozialamt zu deutschen Hauptlasten. Danke. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Volkmar Klein. Und einen schönen Tag von mir Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sagt Dagmar Roth, die gerade den Vorsitz übernommen hat. Vielen Dank und schönen Tag zurück. Volkmar Klein ist übrigens Sprecher für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung seiner Fraktion. Tag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das hat ja hier schon eine gute Tradition, dass wir im Plenum und vor allen Dingen natürlich im Entwicklungsausschuss ständig darüber reden, wie wir denn die Effizienz unserer Entwicklungszusammenarbeit noch weiter steigern können. Das ist auch wichtig, weil wir natürlich wissen, dass alles noch zu verbessern ist. Deswegen tun wir das ja auch. Aber so ein bisschen erscheint ja die heutige Debatte als eine Neuauflage der Diskussion vor genau einer Woche hier. Vor einer Woche wollte die AfD beantragen und vorschlagen, die Entwicklungszusammenarbeit mit Schwellenländern zu streichen. Jetzt schlagen die uns vor, den Europäischen Entwicklungsfonds zu streichen. Die Argumente und auch die Gegenargumente werden sich ja irgendwie ähneln. Dabei fängt der Antrag ja am Anfang ja sogar noch mit Richtigem an. Einfach die Feststellung der Historie. Europäischer Entwicklungsfonds ab 1958 bis hin zu dem jetzigen 11. Europäischen Entwicklungsfonds mit Zeitraum und Umfang, die sind ja sogar noch korrekt dargestellt. Aber dann ist genau Schluss, weil wenn dann festgestellt wird, das alles wird heute nicht mehr gebraucht, dann ist eben Schluss mit der korrekten Darstellung. Und wenn dann obendrein noch, ich zitiere mal aus dem Antrag, drinsteht, dass damit, dass die Europäische Union damit alles dominiere und die EZ der Einzelstaaten in, ich zitiere jetzt, nachgeordnete, erfüllende Rolle zwinge, dann ist das schon ziemlich grober Unfug. Und zwei Hinweise. Erstmal, also dominierend. Aus der deutschen Entwicklungszusammenarbeit werden ja noch nicht einmal 10% in den Europäischen Entwicklungsfonds gesteckt. Das ist nicht viel mehr, als wir auch an deutschen Finanzen in das Welternährungsprogramm hereinstecken. Und es macht auch Sinn, an vielen Stellen eben nicht als Einzelstaat, sondern gemeinsam mit Gleichgesinnten zu arbeiten, egal ob im Welternährungsprogramm oder gemeinsam mit den europäischen Partnern. Und der Hinweis, das habe sich ja erledigt, das werde nicht weiter gebraucht, ist genauso weit entfernt von der Realität. Ich will noch mal unterstreichen, und insofern ähnelt sich das mit dem, was ich auch selber hier in der letzten Woche gesagt habe. Wir wollen den Erfolg von Entwicklungszusammenarbeit, weil wir auf der einen Seite
das für ein ethisches Gebot halten, sich auch um den Nächsten zu kümmern, dafür zu sorgen, dass auch Menschen in anderen Ländern die Chance haben, einen Job zu kriegen, persönliche Perspektiven zu haben und in ihrem Land voranzukommen. Das ist ein ethisches Gebot, und dem wollen wir gerecht werden. Es ist aber auch gleichzeitig unser ganz eigenes praktisches Interesse, und ich sag mal noch deutlicher, es ist auch unser deutsches Interesse, dass die Menschen dort, in den Ländern, in denen sie leben, auch Jobs und Chancen und Perspektiven bekommen. Sonst machen sie sich nämlich auf den Weg in andere Länder und suchen sich dort ihre Perspektiven. Wir wollen lieber dort helfen, wo die Menschen leben. Und deswegen übersetze ich das nochmal. Erfolgreiche Entwicklungszusammenarbeit, das entspricht erstens unseren Werten und das entspricht zum anderen unserem Interesse, unserem deutschen Interesse. Und wenn ich dann diesen Antrag lese, dann wird damit schon so ein bisschen der böse Verdacht untermauert, dass es Ihnen ja um was ganz anderes geht. Denn wenn Erfolg bei Entwicklungszusammenarbeit da ist, dann gibt es weniger Migration, und das wollen Sie nicht, weil Sie dann kein Thema mehr haben. Und deswegen ist es sehr in unserem Interesse, und deswegen lehnen wir das alles ab. Was zu tun ist, ist nachdenken, wie denn unsere Instrumente noch weiter verbessert werden können. Insofern ist das sehr hilfreich, dass wir auch noch über den Antrag der FDP reden können. Dazu hat gleich mein Kollege Georg Kippels noch eine ganze Menge zu sagen. Und genau so muss das auch sein. Wir müssen Ideen einbringen und darum ringen, wie das besser werden kann, aber nicht dieses dumpfe Ablehnen von allem, was am Ende Deutschland nutzt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Volkmar Klein. Ja, Volkmar Klein sprach gerade von Unsinn. Auch der Reporter hat Unsinn erzählt. Natürlich heißt Claudia Roth Claudia und nicht Dagmar. Wie kann mir das nur passieren? Ich kenne Claudia Roth schon, glaube ich, weit über 25 Jahre persönlich. Der nächste Redner jetzt, Olaf Inderbeek von der FDP. Die AfD will den Europäischen Entwicklungsfonds abschaffen. Die AfD will, dass jedes Jahr mehr als 5 Milliarden Euro für die Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere mit Afrika, gekürzt werden. Und gleichzeitig will sie, wie auf diversen Flyern und Programmen nachzulesen, den massenhaften Zuzug bildungsferner Menschen aus fremden Kulturen verhindern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine derartige Schizophrenie gehört eher zum Therapeuten als in den Deutschen Bundestag. Verhindern zu wollen, dass Menschen aus Angst vor Krieg, Gewalt, Hunger, Not und Elend zu uns fliehen, indem man auch noch die Mittel für Entwicklungszusammenarbeit streicht, die genau das verhindern sollen, ist eine migrationspolitische Katastrophe. Und ich sage Ihnen auch, warum das so ist. 4 der 5 Hauptherkunftsländern von Menschen, die nach Deutschland flüchten, sind in Afrika und gehören zu der Gruppe der ärmsten Länder dieser Welt. Genau denen wollen Sie unsere Unterstützung streichen und damit den Migrationsdruck im Grunde wieder erhöhen. Und warum wollen Sie das? Weil das zu Ihrem Programm gehört, weil Sie davon leben. Und darum wollen Sie genau das tun, und das wollen wir entschieden nicht. Der Europäische Entwicklungsfonds ist ein zentrales Element für die Unterstützung der afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten. Schon allein aufgrund des ungebrochenen Migrationsdrucks, weiter steigender Geburtenraten und der Zunahme von gewalttätigen Konflikten auf unserem Nachbarkontinent müssen wir größtes Interesse daran haben, Afrika und die ärmsten Länder der Welt nicht mehr zu unterstützen und nicht weniger. Entschuldigung. Auf diesem Grund haben wir bereits letztes Jahr einen Antrag eingebracht, um auch die Debatte in Deutschland zu den künftigen Beziehungen der EU mit den afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten voranzubringen. Wir brauchen für unsere Partnerländer eine maßgeschneiderte Entwicklungszusammenarbeit und auch ein Ende des Müllerschen Gießkannenprinzips. Entwicklungsländer sind eben nicht gleich Entwicklungsländer, und jedes Land Afrikas hat seine eigenen Chancen und Herausforderungen. Deshalb bin ich froh, dass sich die Europäische Kommission klipp und klar dafür ausspricht, dass es ein gemeinsames Rahmenabkommen für die drei Regionen geben soll.
Uns muss schon klar sein, dass die Herausforderungen eines pazifischen Inselstaates eben andere sind als die eines afrikanischen Binnenstaates ohne Zugang zum Meer. Afrika ist das beste Beispiel, um zu sehen, wie unterschiedlich die Herausforderungen sind. Während wir mit Tunesien gemeinsam für die Ansiedlung von Unternehmen und den Aufbau echter Wertschöpfungsketten sorgen können, fehlt es im Südsudan an überlebenswichtigen Nahrungsmitteln für die Bevölkerung. Globale Herausforderungen können nur global gelöst werden. Und weltweit mehr als 260 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind, sind eine globale Herausforderung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass wir unseren Nachbarkontinent Afrika endlich auch zum Chancenkontinent entwickeln. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit steckt noch immer in unkoordinierten und kleinteiligen Einzelmaßnahmen fest. Wir brauchen endlich eine umfassende Koordinierung der deutschen und der europäischen Entwicklungszusammenarbeit. Wir brauchen mehr Mittel für die Grundbildung, sexuelle und reproduktive Gesundheit. Das hat uns auch erst in dieser Woche der neue Weltbevölkerungsbericht der UNFPA der Vereinten Nationen gezeigt. Wir brauchen mehr Risikokapital und bessere Rahmenbedingungen für Investitionen in den afrikanischen Binnenmarkt. Die Quintessenz lautet, wir brauchen vor allen Dingen eins, mehr Mut. Mehr Mut, die europäische Entwicklungszusammenarbeit endlich auch strategisch neu zu denken. Mehr Mut, um uns an einer europäischen Zukunftsstrategie für Afrika zu orientieren, die darauf abzielt, Armut und Migrationsbewegungen wirkungsvoll zu begegnen und damit uns allen zugutekommt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Olaf in der Beek. So, und die nächste Rednerin kommt von den Sozialdemokraten, Dagmar Ziegler. Vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Wieder einmal ein Antrag der AfD in der Rubrik Tarnen und Täuschen. Meine beiden Vorredner haben es ja benannt. Die AfD-Fraktion will weder nationale noch internationale Entwicklungspolitik effektiver gestalten. Sie will sie schlichtweg abschaffen und ad acta legen. Auch wurde schon bereits gesagt, letzte Woche kam der Antrag unter dem Motto kein Geld für Schwellenländer. Heute geht es dem Europäischen Entwicklungsfonds an den Kragen. Das wichtigste Instrument der europäischen Entwicklungszusammenarbeit mit den Staaten Afrikas, der Karibik und des Pazifiks. Es werden dort notwendige Projekte, die die wirtschaftliche, soziale und rechtsstaatliche Entwicklung von Partnerländern gefördert und zur Verringerung der Armut weltweit beigetragen werden, dort eben gefördert. Seit der Schaffung des ersten EEFs hat sich jedoch sein Zweck und seine Zielrichtung stetig weiterentwickelt und verändert und auch der politischen Situation in den Ländern angepasst. Das kritisieren Sie. Aber die Herausforderungen von gestern sind eben nicht die Herausforderungen und die Aufgaben von heute und morgen. Und die Aufgaben sind auch nicht weniger geworden. Klimawandel, Bevölkerungswachstum, die Schere zwischen Arm und Reich oder eben auch die vielen vernachlässigten Krankheiten. Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung funktioniert nur durch eine globale Gemeinschaftsleistung von bilateraler und multilateraler Entwicklungszusammenarbeit. Im Antrag der AfD wird hingegen eine Konkurrenz hergezaubert. Der EEF soll nicht neu aufgelegt werden, weil bundesdeutsche Programme durch die Neuausrichtung bestehender EU-Projekte und Hilfsfonds in eine nachgeordnete, erfüllende und ergänzende Rolle gedrängt würden. Und weiter heißt es, und mittlerweile die EU-Institutionen und nicht mehr die Mitgliedstaaten weltweit als maßgebende Akteure der Entwicklungspolitik wahrgenommen werden. Da muss man erst mal drauf kommen. Also, dass es Ihnen darum ginge, nimmt Ihnen wirklich nun hier in diesem Haus und in der Öffentlichkeit niemand mehr ab. Kolleginnen und Kollegen von der AfD, im Bereich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Entwicklung geht es eben weder um Konkurrenz noch um einen Wettlauf, mit dem man sich irgendwie rühmen kann. Es geht schlichtweg um Verantwortung. Es geht erstens darum, Menschen zu schützen und ihnen Chancen zu eröffnen. Zweitens, unsere Partnerländer in ihrer Entwicklung zu unterstützen und drittens, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu erreichen. Und genau daran arbeiten wir eigenständig als Bundesrepublik Deutschland und gemeinschaftlich als Mitglied der EU sowie als Mitglied internationaler Organisationen. Sie wollen heute EZ-Programme der EU streichen, indem Sie das Ziel, die Armut zu bekämpfen oder Menschenrechte zu stärken, als
allzu umfassend und unkonkret und mithin als nicht förderungswürdig beschreiben. Das ist perfide. Leider ist Armut real. 736 Millionen Menschen leben weltweit in extremer Armut. 1,3 Milliarden Menschen sind insgesamt von Armut betroffen. Und zwischen Gesundheit, Bildung und Armut, so haben wir sie fast alle verstanden, bis auf sie, besteht ein direkter Zusammenhang. Und das müssen wir ändern. Zusammen mit der EU, zusammen mit internationalen Organisationen. Und dafür brauchen wir den Europäischen Entwicklungsfonds und die durch ihn angestoßenen Projekte, ganz gleich, ob er separat vom EU-Haushalt besteht oder in diesem aufgeht. Vielen Dank. Vielen Dank, Dagmar Ziegler. Die nächste Rednerin kommt von der Linken und ist Sprecherin für Welternährungspolitik. Eva Maria Schreiber hat jetzt das Wort im Bundestag. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, die vorliegenden Anträge der AfD, den Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen zu streichen und die ersatzlose Abschaffung des Europäischen Entwicklungsfonds zu fordern, weil es ja heute keine Kolonien mehr gibt, diese Anträge belegen wieder einmal, wie sehr Ihnen das Wohl des globalen Südens tatsächlich am Herzen liegt. Und das bei einem Thema, wo alle Länder dringend zusammenarbeiten müssen. Aber auch die FDP macht es sich zu leicht, wenn sie die Frage der Verantwortung für die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas mit einem simplen Selberschuld beantwortet. Mangelnde gute Regierungsführung und fehlende Eigentumsrechte, wie in Ihrem Antrag ausgeführt, sind Probleme, ja. Aber sind eben nicht das Hauptproblem der afrikanischen Staaten. Denn der Kolonialismus und die daraus folgende heutige Ausbeutung durch die Industriestaaten sind und bleiben die zentrale Ursache der bestehenden wirtschaftlichen Ungleichheit. Die EU, Investoren, Konzerne setzen auch heute noch ihre Wirtschaftsinteressen gegenüber den afrikanischen Ländern skrupellos zum eigenen Vorteil durch. Ohne das zu berücksichtigen, kann man nicht zu einer Verbesserung der Lage beitragen, selbst mit besten Absichten. Nun zu unseren Vorschlägen. Über den Europäischen Entwicklungsfonds betreibt die EU Migrationsabwehr im Rahmen des EU-Nothilfe-Treuhandfonds für Afrika. Das halte ich ebenso für eine Zweckentfremdung der Mittel wie die Ertüchtigung und Unterstützung von afrikanischen Militärmissionen über die afrikanische Friedensfazilität. Eigentlich verbietet Artikel 41.2 des Vertrags über die Europäische Union jegliche Bezahlung militärischer Instrumente aus dem EU-Budget. Deshalb finanziert die Kommission sie aus Töpfen außerhalb dieses Budgets, wie eben dem Europäischen Entwicklungsfonds. Das ist ein Taschenspielertrick. Das lehnen wir ab. Deshalb ist die Eingliederung des Fonds in den regulären EU-Haushalt überfällig, weil nur dadurch das Europäische Parlament sein Recht auf Haushaltskontrolle ausüben kann. Statt immer mehr Mittel in Militäraufbau und Aufrüstung umzuleiten, müssen wir uns dringend auf ursprüngliche Ziele und Werte der Entwicklungszusammenarbeit besinnen. Die EU muss sich endlich mehr auf die Armuts- und Hungerbekämpfung in den ärmsten Ländern konzentrieren. Hier sind die Mittel in den letzten Jahren leider rückläufig. Wir halten es auch für falsch, auf eine immer engere Zusammenarbeit mit der Wirtschaft zu setzen. Solange es keine verpflichtenden ökologischen, sozialen und menschenrechtlichen Mindeststandards für internationale Unternehmen gibt, steht mehr Privatwirtschaft nicht automatisch für eine Verbesserung des Lebens der Menschen im globalen Süden. Leider bremsen das Kanzleramt und Wirtschaftsministerium die Ansätze des BMZ in dieser Frage aus. Mehr Abstimmung und Zusammenarbeit im Sinne der Nachhaltigkeitsziele und dem gemeinsamen Ziel Leave No One Behind ist hier dringend geboten. Statt über Reformpartnerschaften, Freihandelsabkommen wie den EPAS oder ähnlichem weitere Marktliberalisierungen, Deregulierungen und Privatisierungen durchzudrücken, müssen wir endlich Kleinbauern, lokale Kleinunternehmer und regionale Wertschöpfungsketten ins Zentrum unserer Förderung stellen.
Auch gute öffentliche Gesundheits- und Bildungssysteme sind dringend nötig, wenn tatsächlich niemand zurückgelassen werden soll. Und darin sind sich Bundesregierung, EU und Vereinte Nationen ja eigentlich offiziell einig. Menschen vor Profite, das gilt erst recht für die Entwicklungszusammenarbeit. Dankeschön. Vielen Dank. Eva Maria Schrader war das für die Linke. Und Schreiber war das für die Linke. Pardon, Uwe Kickeritz jetzt, der Sprecher für Entwicklungspolitik für Bündnis 90 Grüne. Kolleginnen und Kollegen, Jürgen Trittin hat es letzte Woche so schön gesagt. Er wundert sich über die vielen sachlichen Versuche der anderen Parteien, darauf einzugehen. Und es ist doch klar, was die Motivation dieser Anträge ist. Und da ist es eigentlich auch nicht wert, dass man da sachlich drauf eingeht. Ich glaube auch wenn Sie sich, Herr Dr. Weil, so stark anstrengen, wie Sie wollen, ich werde hier keine Diskussion über unser Bildungssystem in diesem Land mit Ihnen starten. Ich beziehe mich jetzt auf einen FDP-Cotonou-Antrag, der ja diesem Antrag beigestellt worden ist. Wir teilen in diesem Antrag sehr viele Kritikpunkte der FDP. Die Vielzahl unkoordinierter Afrika-Initiativen nennen Sie, die endemische Inkohärenz der Ministerien. Und wir begrüßen auch Ihre Forderung, die postkoloniale Struktur des Cotonou-Vertrages aufzulösen. Aber es gibt auch Probleme mit Ihrem Antrag. Sie konzentrieren sich in Ihrem Antrag sehr stark oder eigentlich nur auf Afrika. Und Ihr Motiv wird leider das sehr deutlich. Sie beschreiben es ja offen, ehrlich und mehrmals. Sie möchten kritiklos die derzeitige EU-Migration fortsetzen. Entwicklungspolitik wird für Sie zum Hebel der Migrationskontrolle und zum Schutz deutscher und europäischer Grenzen. Wir Grünen sagen dagegen, Entwicklungspolitik muss dem zivilen Bereich dienen, ökonomische, soziale Perspektiven schaffen und dabei die ökologischen Verhältnisse respektieren. Das hilft den Menschen und trägt zur Stabilisierung bei. Wir stimmen auch mit der FDP überein, wenn sie sagt, private Investitionen sind sinnvoll und notwendig. Aber das Zentrale, was Ihnen dazu einfällt, ist die Förderung deutscher KMUs und eine weitgehende Risikoübernahme durch die Steuerzahlerinnen. Ist Ihnen nicht der Gedanke gekommen, dass es auch in Afrika jede Menge KMUs gibt, die für Investitionen und für wirtschaftliche Entwicklung viel leichter mobilisierbar sind, die dann auch im Sinne einer positiven Entwicklung effektiver wären? Es gibt in Ihrem Antrag auch keinen Hinweis darauf, welche Funktionen Investitionen übernehmen müssen. Investitionen müssen immer sozialen, ökologischen und menschenrechtlichen Kriterien gerecht werden. Und es muss immer sichergestellt sein, wenn sie gefördert werden, dass sie auch dem Gemeinwohl dienen. Sie glauben immer noch an Maggie Thatchers Trickle-Down-Effekt. Da ist die Weltgemeinschaft schon wesentlich weiter, die mit der Agenda 2030 und der Pariser Erklärung genau das Gegenteil dokumentiert hat. Und diese beiden Faktoren, Agenda 30 und die Pariser Erklärung, müssen zentraler Baustein eines Cotonou-Folgeabkommens sein. Und da muss ich Ihnen sagen, da steht nichts in Ihrem Antrag drin. Es fehlt also das Wesentliche. Der Antrag der Linken, der auch dazu gestellt worden ist, spricht viele wichtige Punkte an. Steuervermeidung, der spricht den falschen Fokus auf Fluchtabwehr an. Die Finanztransaktionssteuer wird gefordert, das Klimathema wird aufgegriffen. Da sind wir uns ja einig. Es ist auch richtig, dass die Aufarbeitung der kolonialen Verhältnisse endlich angegangen werden muss. Und auch Kapitalismuskritik, wie es bei Ihnen üblich ist, mag ja vielleicht manchmal noch gerechtfertigt sein. Aber wenn das alles dazu führt, den afrikanischen Staaten jegliche Eigenverantwortung abzusprechen, kommen wir nicht zusammen. Wir würden damit ein falsches Signal in den Kontinent senden. So auch sind die Partnerschaften überhaupt nicht denkbar. Wir müssen auf Augenebene miteinander diskutieren. Und es ist schlicht unverantwortlich gegenüber den Menschen, die immer mehr in Afrika gegen ihre Herrscher und Ausbeuter protestieren. Und der Sudan ist hier nur ein Beispiel. Jetzt blinkt die Präsidentin, und das will ich ernst nehmen. Ja, Sie merken, liebe FDP und die Linke, es wäre ziemlich einfach gewesen, gute Anträge zu schreiben. Und damit die Präsidentin mich nicht schimpft, wünsche ich ihr jetzt noch schöne Osterfeiertage und Ihnen auch, meine werten Kolleginnen und Kollegen.
Das wünsche ich. Ja, Uwe Kekeritz kennt ja seine Fraktionskollegin Claudia Roth auch schon einige Jahre und weiß, dass sie da keinen Spaß versteht, wenn hier die Zeit überzogen wird. Am Freitag guckt man ja auch gern mal auf die Uhr. Georg Kippels jetzt für die CDU-CSU. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Tat, heute Nachmittag haben wir es mit einem ganzen Strauß von entwicklungspolitischen Themen zu tun. Und es fällt eigentlich schwer, in einer Redezeit von 4 Minuten diese auch nur annähernd anzusprechen. Die entwicklungspolitische Debatte wird natürlich und nachvollziehbarerweise von der Diskussion zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den afrikanischen Staaten bzw. dem afrikanischen Kontinent beherrscht. Und das ist sowohl nachvollziehbar als auch dringend geboten. Mit den Anträgen der Kollegen von FDP und Linken haben wir uns schon im Herbst letzten Jahres im AWZ beschäftigt und dort letztlich eine Absage erteilt. Und ich muss einräumen, es gibt bis zum heutigen Tage keinen Gesichtspunkt, der diese Entscheidung verändern würde. Aber um den Kontext vielleicht etwas besser zu verstehen, muss die Ausgangslage noch einmal beschrieben werden. Das Cotonou-Abkommen wurde im Jahre 2000 abgeschlossen und wird im Jahre 2020 ablaufen. Ein sehr langer Zeitraum, in dem sich sehr viel an den Rahmenbedingungen geändert hat. Und ja, man wird wohl einräumen müssen, dass das letzte Abkommen noch vom Geiste nachkolonialer Verpflichtungen der EU und seiner Mitgliedstaaten geprägt war. Aber eine massive Kritik sei gestattet, Kollegen von den Linken, wenn Sie in Ihrem Antrag, und ich zitiere, das Verhältnis beider Kontinente war und ist jedoch von Rassismus, Herrenmenschentum, Sklaverei, Ausbeutung, Kolonialismus und Gewalt gegenüber Afrika und Menschen schwarzer Hautfarbe geprägt, Zitat Ende, beschreiben, dann halte ich das für eine ungeheuerliche Entgleisung und schlägt den europäischen Partnern die Faust ins Gesicht. Derzeit verhandelt die EU jetzt mit 27, vielleicht auch 28 Staaten ein neues Abkommen. Und das ist schon einer der entscheidenden Unterschiede, weil gegenüber den Verhandlungspartnern aus dem Jahre 2000 viele europäische Staaten hinzugekommen sind, die weder historische Erfahrungen haben, noch unter denselben wirtschaftlichen Gesichtspunkten entscheiden. Aber eins muss auch vor allen Dingen hervorgehoben werden. Seit 2000 haben wir die Millenniumsziele abgearbeitet und verhandeln nunmehr auf der Grundlage der SDGs, die für beide Seiten massiv gelten. Die afrikanischen Staaten wachsen erfreulicherweise zusammen, auch wenn dieser Prozess noch nicht zum Ende gekommen ist. Und die Afrikanische Union erkennt mittlerweile auch den Wert eines eigenen Binnenmarktes, der seit 2018 mit einer afrikanischen Freihandelszone in Angriff genommen worden ist. Aber eins ist auch unübersehbar. Die EU muss sich mit der Konkurrenz des ehemaligen Entwicklungslandes und nunmehr Schwellenlandes China auseinandersetzen, das im Jahre 2016 immerhin 23,9% der Direktinvestitionen in Afrika geleistet hat. Im Oktober 2018 kam dann noch mal auf einen Schlag ein Investitionsbetrag von 60 Milliarden Euro hinzu. An der neuen Seidenstraße wird kraftvoll gearbeitet. Wir brauchen die Partnerschaft zwischen Europa und dem afrikanischen Kontinent. Und wir brauchen auch die Partnerschaft mit dem Pazifik und der Karibik. Und es ist aus unserer Sicht sehr wohl möglich, unter Aufrechterhaltung individueller bilateraler Bedingungen eine Dachvereinbarung zu treffen. Die Zeit bis 2020 ist recht kurz. Und es kann sein, dass wir eine umfassende Vereinbarung bis dahin nicht erreichen können. Aber es wäre wichtig, eine vorbereitende Vereinbarung abzuschließen, in der die wesentlichen Regelungspunkte hervorgehoben werden. Entwicklungsinvestitionen unter Einbindung von Privatkapital, Dienstleistungen und Migration, das sollte in der Erwähnungsliste finden. Und dann werden wir auch das Konstrukt der Finanzierung in der Europäischen Union geklärt wissen. Aufgrund dieser Bedenken grundlegend gegenüber den Linken und zumindest strukturell gegenüber dem Antrag der FDP können wir diesen Anträgen nicht folgen und sie leider ablehnen. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Dr. Der vorletzte Redner hier in der Debatte über den Europäischen Entwicklungs- und Hilfsfonds ist von der SPD und heißt Sascha Raabe.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, letzte Woche Freitag standen wir auch und haben einen Antrag der AfD hier beraten. Da saß auch Frau Weidel, Herr Gauland und Herr Frohnmeier hatte dazu geredet und sich dann empört, als ich erst erklärt habe, warum es sinnvoll ist, auch mit Ländern wie Brasilien, Indonesien aufgrund des Klimaschutzes, um zum Halt des Regenwaldes Entwicklungsarbeit zu machen. Und dann auch, nachdem er gesagt hätte, die Gelder würden dann der deutschen Rentnerin verloren gehen, ihm auch mal gesagt habe, was ein Streichen von Entwicklungszusammenarbeit für arme, hungernde Kinder in Togo und Ghana bedeutet, die ich kurz zuvor auf einer Dienstreise gesehen habe. Und dann hat er hier gesagt, ja, das ist ja unverschämt, wie können Sie uns unterstellen, dass wir mit Ghana und Togo die Entwicklungszusammenarbeit streichen wollen. Und Frau Weidel, Herr Gauland sind da abgegangen, ja, vorne, haben sich aufgeregt. Und jetzt sage ich, eine Woche später, so eine Dreistigkeit zu haben, eine Woche später einen Antrag vorzulegen, wo man jetzt genau den Kindern und den Menschen in Afrika, in Subsahara-Afrika, den ärmsten Menschen der Welt, die Mittel streichen will, also das muss ich sagen, ist schon eine Riesendreistigkeit. Das können Sie Ihrem Kollegen Frohnmeier auch mal ausrichten. Der ist ja heute nicht da. Vielleicht ist er in Moskau, aber richten Sie ihm das bitte aus. Und, Herr Rabe, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung aus der AfD-Fraktion? Ja. Sie sollen sich ja nicht benachteiligt fühlen, die Kollegen. Verehrter Dr. Rabe, würden Sie nicht zugeben wollen oder müssen, dass die Nothilfe, die von der Welthungerorganisation, von der UNO, von diversen Unterorganisationen und natürlich auch bilateral von Deutschland ausgemacht wird, eine ganz andere Geschichte ist als diese seit 60 Jahren aufgelegte Entwicklungshilfe, sei es im Rahmen EEF oder die Entwicklungsdekaden etc. Keiner bestreitet die Notwendigkeit und die Bereitschaft zur echter Nothilfe. Wir reden hier aber von einem Strukturwandel, der die Nothilfe zu einer Dauereinrichtung macht und die Probleme nicht abschafft, sondern zementiert und zum Geschäftsmodell in aller Welt macht. Ja, ich bin sehr froh, dass Sie diese Frage stellen, weil ich ja nie die Hoffnung aufgebe, wenn man Ihnen dann die Dinge auch mal ein paar Mal erklären kann, dass vielleicht doch das eine oder hängen bleibt. Das ist genau das, was Sie sagen mit der Nothilfe. Das ist schon mal das Erste. Entwicklungszusammenarbeit und Nothilfe ist ein Unterschied. Die Nothilfe wird vom Auswärtigen Amt gemacht, humanitäre Hilfe. Und uns geht es genau darum, weil Sie von Strukturwandel sprechen, uns geht es genau darum, mit der Entwicklungszusammenarbeit eben nicht nur nach einer Klima- oder Wetterkatastrophe dort Weizen zu liefern, sondern wir wollen langfristig Hilfe zur Selbsthilfe geben, damit Menschen durch gute Bildung, durch Jobs, durch gute Straßen, wo sie die Märkte erreichen können, dass sie dann Weiterverarbeitung machen können, dass sie ihre Produkte auch vor Ort aus Kakao, Bohnen, Schokolade machen können. Das wollen wir in der Entwicklungszusammenarbeit machen. Und das ist natürlich auch Teil des EEF, dass es eben nicht nur um Nothilfe geht. Nee, ich bin noch nicht fertig mit meiner Antwort. Möchte das schon noch weiter ausführen, weil ich ja schon hoffe, dass Sie es begreifen. Und Entwicklungszusammenarbeit bedeutet eben was ganz anderes als Nothilfe. Und dafür werden wir auch weiter Mittel brauchen. Und es ist sinnvoll, das ist jetzt das Nächste, was Sie begreifen müssen, weil Sie auf das Bilaterale kommen. Diese afrikanischen Länder haben auch nur eine Administration. Zurzeit geben sich da ständig ganz viele Geber die Klinke in die Hand, weil Japaner, US-Amerikaner, Chinesen, alle wollen Entwicklungszusammenarbeit machen. Und die europäischen Mitgliedstaaten auch. Deshalb ist es sinnvoll, dass wir europäisch zusammen dort mit diesen Ländern Entwicklungszusammenarbeit machen, damit eben der Bildungsminister von Ghana oder Togo nicht immer 50 Ansprechpartner hat. Und eine effiziente Entwicklungszusammenarbeit zeichnet sich dadurch aus, dass man die Sachen bündelt. Und wenn Sie ihm einen Antrag geschrieben hätten, dass Sie die Mittel, die jetzt im EEF von Ihnen gestrichen werden sollen, wenigstens dann wieder in die nationalen Haushalte zurückgehen, da hätten wir darüber noch reden können. Aber Sie schreiben ja, Sie wollen es ersatzlos streichen und ersatzlos Milliarden für die Ärmsten der Armen zu streichen. Das ist einfach zynisch und unverantwortlich. Und das machen wir hier nicht mit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, aber es ist auch gut, dass wir heute auch Anträge haben, die es nicht nur um die Entwicklungszusammenarbeit, die klassische, beziehen, sondern auch um die Handelsbeziehungen der Europäischen Union und Afrika. Denn genauso wichtig, wie es ist, dass wir
Strukturen mit Entwicklungsprojekten, mit Bildung angefangen, dort schaffen und Menschen in die Lage versetzen, dass sie zum Arzt gehen können, etc., ist es auch, dass wir faire Handelsbedingungen bekommen. Und im Augenblick sind die Handelsbeziehungen nicht fair. Wir haben ein System, dass wir vor allem Agrarrohstoffe oder auch im Bergbau Mineralien aus Afrika hier nach Europa und in Industrieländer holen, hier viel Profit machen durch die Weiterverarbeitung und vor Ort dann derjenige, der Kaffee anbaut oder Kakaobohnen, nur sehr wenig bekommt. Und das müssen wir wirklich verändern. Das ist übrigens auch ein großes Thema bei der Entwaldung. Wir haben gerade im Ausschuss diese Woche ein Expertengespräch gehabt, wonach 70-80% der jährlichen Entwaldung weltweit darauf zurückzuführen sind, dass dort Wälder für Agrarflächen abgeholzt werden, wo zum Beispiel Soja angebaut wird, was dann wieder billig hier als Tierfutter nach Deutschland und Europa kommt. Und das sind eigentlich die Schrauben, die man verändern muss. Da hätte ich mir was gewünscht, nicht zum Europäischen Entwicklungsfonds, sondern zu dem Landwirtschaftssubventionsfonds der Europäischen Union. Den müssen wir kürzen. Da müssen wir ran, eine faire Landwirtschaftspolitik der Europäischen Union zu betreiben, dass nicht länger subventionierte Lebensmittel, die wir hier herstellen, mit Futtermitteln, wofür noch Regenwälder abgeholzt werden, dann wieder billig als Fleisch oder als weiterverarbeitete Produkte in Entwicklungsländer wie Milch dann am Ende zurückkommen und dort die lokalen Märkte zerstört werden. Und deswegen glauben wir auch, dass das, was die Europäische Union jetzt vorgeschlagen hat mit den neuen Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, nicht der richtige Weg ist, sondern wir sollten in der Tat schauen, dass wir mit einer neuen afrikanischen Freihandelszone, die sich jetzt ja im Aufbau befindet, dort dann mit dem gesamten Kontinent eine Vereinbarung abschließen. Ich habe in Ghana auch mit dem dortigen Wirtschafts- und Handelsminister ein langes Gespräch vor 2 Wochen geführt. Der sagte auch, er fühlt sich erpresst von der Europäischen Union, jetzt in so ein Freihandelsabkommen reingezwungen zu werden. Und es macht ihm große Sorge für seinen Mittelstand und Wirtschaft. Ich glaube, es wäre besser, die Präferenzsysteme weiter auszudifferenzieren. Das wäre auch WTO-konform. Dann können wir dort auch auf Menschenrechte achten, auf Arbeitnehmerrechte, dass das eingehalten wird. Denn es kann auch nicht sein, dass Kinderarbeit dort nur noch der Tagesordnung ist. Wenn hier nach Deutschland Produkte geliefert werden, dann muss auch sichergestellt werden, dass Menschenrechte eingehalten werden, dass dort keine Kinderarbeit drin ist, dass dort eben eine faire Entlohnung der Menschen erfolgt. Und dafür müssen wir auch mal gucken, ob wir nicht diese ganzen Kartelle brechen können, die auch die Preise für Kaffee und für Kakao weltweit so niedrig halten. Rabe, das machen wir jetzt nicht mehr. Wir brauchen freien Handel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir brauchen die Einhaltung der Redezeit. Alles klar. So, und der letzte Redner in dieser Debatte über die europäische Entwicklungshilfe und Hilfsfonds ist Uwe Feiler von der CDU-CSU. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, der vorliegende Antrag der AfD, keine Verlängerung europäischer Hilfsfonds, zu dem ich sprechen möchte, zeigt noch einmal in aller Deutlichkeit, dass die AfD den Sinn der Europäischen Union nicht verstanden hat oder nicht verstehen will. Für die AfD ist die Europäische Union wie ein Krebsgeschwür. Der Antrag liest sich wie ein Totenschein. Die Antragsteller schreiben von Pathologien, von Anomalien und wollen den Eindruck erwecken, die europäische Idee sei tot. Ein Gesamtanachronismus, wie Sie es sagen. Sie, meine Damen und Herren, wollen die Europäische Union nicht entwickeln, Sie wollen sie abwickeln, zurück zur Nationalstaaterei. Das ist doch völlig absurd. Die Europäische Union, meine Damen und Herren von der AfD, war, ist und bleibt die Antwort auf die Probleme, die es gab, als die europäischen Länder sich bekriegt haben, anstatt gemeinsam miteinander zusammenzuarbeiten. Die Europäische Union steht für Freiheit statt Grenzen, für Solidarität statt Ausgrenzung, für Wachstum statt Rezession, für Stabilität statt Unsicherheit und schließlich für Frieden statt Krieg. Die Europäische Union, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist keine Krankheit, sie bedeutet Leben. Und ja, meine Damen und Herren, zum Leben gehört es auch, dass Menschen sich gegenseitig helfen, damit es möglichst allen besser geht. Die AfD schreibt in ihrem Antrag von subsidiaritätswidrigen europäischen Mehrwert, den die angebliche Fiskalausbeutung der EU mit sich bringt. Wissen Sie, meine Damen und Herren von der AfD, eigentlich, was das Subsidiaritätsprinzip bedeutet? Scheinbar nicht. Man kann es ganz kurz und einfach
fassen. Es bedeutet Hilfe zur Selbsthilfe. Und nichts anderes leisten die beiden von Ihnen kritisierten Fonds. Der Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung hilft Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die infolge von Schließung eines großen Unternehmens oder der Verlagerung einer Produktionsstätte außerhalb der Europäischen Union ihren Arbeitsplatz verloren haben. Es werden Projekte mitfinanziert, die den Menschen helfen, einen neuen Job zu finden oder ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Deutschland hat aus diesem Fonds alleine 55 Millionen Euro erhalten. 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unter anderem der Adam Opel AG in Bochum, der Firma Fürst Solar in Frankfurt oder wurden durch diesen Fonds unterstützt. Die Evaluierung dieses Fonds hat gezeigt, dass die Wiedereingliederungsquote durch dessen Einsatz gestiegen ist. Und damit ist dieser Fonds eine Erfolgsgeschichte. Und der Europäische Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen hilft den Betroffenen bei den ersten Schritten aus Armut und sozialer Ausgrenzung heraus, sodass sie künftig überhaupt eine Chance haben, auf dem Arbeitsplatz, auf dem Arbeitsmarkt tätig zu werden. Er unterstützt betroffene Kommunen bei den Herausforderungen, die wachsende Zuwanderung von Unionsbürgerinnen und Bürgern mit sich bringt. Das ist, meine Damen und Herren, Hilfe zur Selbsthilfe. Und es ist doch auch wichtig, dass innerhalb der Europäischen Union ganz besonders die Kommunen unterstützt werden, die von der Zuwanderung am stärksten betroffen sind. Und auch das, meine Damen und Herren, ist Subsidiarität. Chancengerechtigkeit und fairer Arbeitsmarktzugang im europäischen Binnenmarkt, diese Ziele lassen sich nun einmal deutlich besser auf europäischer Ebene verwirklichen. Und deshalb, meine Damen und Herren, müssen die europäischen Hilfsfonds weitergeführt werden, weiter bestehen bleiben. Wir stehen dazu. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Uwe Feiler. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19238. Die beiden Vorlagen der AfD, die beiden Anträge der AfD, muss ich sagen, keine Verlängerung von Hilfsfonds und auch keine Verlängerung, keine Neuauflage des Europäischen Entwicklungsfonds. Das sind die beiden Anträge der AfD. Die sollen jetzt in die Ausschüsse zunächst verwiesen werden. Die AfD wünscht Federführung beim Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Ich lasse zuerst abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktion der AfD, also Federführung beim Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Das kommt gelegentlich vor, dass sich die Fraktionen nicht einig sind, welcher Ausschuss federführend ist. Keine. Der Überweisungsvorschlag ist abgelehnt. Zugestimmt hat die AfD. Dagegen gestimmt haben FDP, CDU, CSU, Bündnis 90, die Grünen, SPD und die Linke. Ich lasse nun abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD, Federführung im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Wer stimmt für diesen Vorschlag? Wer stimmt dagegen? Keine Enthaltungen. Der Überweisungsvorschlag ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen der Linken, der SPD, Bündnis 90, die Grünen, CDU, CSU und FDP. Dagegen gestimmt hat die Fraktion der AfD.